Die Geschichte von Henry Gustav Molaison klingt unglaublich. Der US-Amerikaner unterzog sich in den 50er Jahren einer Operation am Hirn, wodurch er seine Fähigkeit, sich an Dinge zu erinnern, verlor. Er lebte bis ins Jahr 2008 mit einem Gedächtnis, welches nur die letzten 30 Sekunden speichern konnte. Auslöser war eine Operation. Molaison litt in der Jugend unter heftigen epileptischen Anfällen. Diese sollten mit der Operation, bei der ein Teil des Gehirns entfernt wurde, geheilt werden. Und tatsächlich verschwanden die Anfälle danach völlig. Schon bald stellte man aber fest, dass der Patient nicht mehr in der Lage war, sich an zurückliegende Ereignisse zu erinnern. Sein Langzeitgedächtnis funktionierte einfach nicht mehr. Er war in der Lage zu lernen. Nun könnte man davon ausgehen, dass der als Patient HM bezeichnete Molaison auch nicht mehr in der Lage gewesen wäre, sich zu erinnern, wie man zum Beispiel schreibt, liest oder Fahrrad fährt. Seine Fähigkeit, Sachen zu erlernen und Erlerntes zu beherrschen, war allerdings nicht gestört. Er konnte lediglich nicht mehr nachvollziehen, wie er sie erlernte. Außerdem fing er in den Jahren nach seiner Operation mit dem Golfen an und wurde schnell besser, konnte sich aber nicht daran erinnern, wie er das Golfspielen gelernt hatte. Er blieb sein ganzes Leben lang Single. Es ist natürlich schwer, sich in einen Menschen zu verlieben, wenn man sich schon 30 Sekunden später nicht an ihn erinnern kann. Patient HM soll vor der Operation mal eine Affäre mit einer Frau gehabt haben, nach dieser erlosch sein Interesse an Frauen allerdings. Es wird beschrieben, er sei höflich und korrekt zu ihnen gewesen, sexuelles Interesse hätte er aber wohl nicht gehabt. So blieb er ohne Nachkommen. Er war ein fröhlicher Mensch. Man kennt den Spruch, lebe im Hier und Jetzt. Vergiss die Vergangenheit und mach dir keine Sorgen um die Zukunft, um glücklich zu sein. Wenn man allerdings keine Ahnung hat, wo man herkommt und sich seine Zukunft nicht ausmalen kann, dann fällt es schwer, sich vorzustellen, glücklich zu sein. Molaison wird allerdings als ausgeglichener und fröhlicher Mensch bezeichnet. Er akzeptierte, dass er anders war und was genau mit ihm passiert war, konnte er eh nicht mehr verstehen. Er konnte der Wissenschaft aber sehr helfen. Die Erkenntnisse, die aus seiner Krankengeschichte gezogen wurden, haben unfassbaren Wert für die Neurochirurgie und das Verständnis des menschlichen Gehirns gehabt. Konnte man vorher nur mutmaßen, welcher Teil des Gehirns welche Funktion erfüllte, und gab es gar Menschen, die davon überzeugt waren, im Hirn gäbe es keine speziellen Bereiche, sondern alles würde überall gemacht, wusste man nun, dass es einen Bereich gibt, in dem das Langzeitgedächtnis untergebracht ist. Unzählige Patienten mit Hirnerkrankungen konnten von dieser Erkenntnis profitieren. Was haltet ihr von diesem Grenzfall der Gehirnforschung? Verratet es uns in den Kommentaren. Abonniert unseren Kanal und gebt einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat.